So, hallo meine Lieben. Luffy wieder hier. Hallo Duoletten Crew. Ich und Maximilian Pegasus begrüßen euch zum Yami Mark Event mit den Götterkarten. Aber diesmal nur mit Ra. So viel wie ich bisher gesehen habe. So, wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Übrigens, damit ihr Bescheid wisst, wie das Video jetzt abläuft, wir gucken uns kurz das hier an. Die ganzen Belohnungen und alles. Und dann erzähle ich noch kurz über ein, zwei Tipps. Und dann spielen wir gegen den ersten Raritätenjäger. So, wenn ihr die anderen hier auch noch sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare, ob ihr die sehen wollt. Aber jetzt geht's los. Wir haben hier Unleashed the Egyptian God Card. Marik Returns 2. Ja, der kommt zum zweiten Mal gerade wieder. Ihr könnt ihn hier auch als Charakter freischalten. Wir kriegen ja sehr viele Juwelen, Gold und Diamantenpäckchen. Ja, wir kriegen hier einen Gilgard, oder was das ist. Das ist eins von Mariks Monstern. 1,8er Beatstick. UR-Juwele sind immer schön, kriegt man ja immer zu wenig. Secret Rare-Juwele kriegen wir auch ein paar. Dann kriegen wir noch einen Lava-Golem. Wer also jetzt schon das Event mitgemacht hat, der kriegt jetzt auch einen zweiten. So, dann kriegen wir hier noch den, warte mal, Ras Schüler. Den könnt ihr auch übrigens erfarmen, soweit ich gesehen habe. Ist natürlich richtig cool, er normet sich, es kommen zwei andere Ras Schüler raus. Und dann könnt ihr Ras Schüler nur als Tribut anbieten für Götterkarten. Solltet ihr euch merken, ist wichtig. Also keine XYs haben, keine Link Plays, kein gar nichts. Auch keine andere Tributbeschwörung für irgendwas. Auch wenn die Link Plays und XYs-Beschwörungen gerade gar nicht gehen, aber für später schon mal wichtig. Und dann kriegen wir noch ein Symbol von Yami-Marek. Auch nicht schlecht, cool. So, dann gehen wir mal kurz auf die Event-Details ein. Ihr müsst einfach nur gegen Standard-Duellanten kämpfen. Diese rücken immer diese Schatzkarten raus. Und ich glaube, je nach Anzahl, je nach Gegner gibt es eine gewisse Anzahl, wie viel man halt braucht. Und nachher hat man, glaube ich, auch noch so ein Tor, wo man gegen Yami Marek und so farmen kann. So, dann haben wir hier natürlich auch noch den Ra. Guck mal kurz drauf. Es ist die TCG-Variante, also genau der gleiche Effekt. Übrigens, die 1000 Lebenspunkte gehen nur auf Monster. Also kein ZF-Crushen, nur Monster. Wie im TCG. So. Dann haben wir hier noch Yami Marek. Den haben wir als charakterfrei, kann ich euch zeigen, habe ich ja schon freigeschaltet. So. Ansonsten haben wir noch magische Steinausgrabung, die wir auch noch kriegen. Ist eine recht gute Karte, aber ich weiß nicht, wie gut den Duel Links werden wird, weil man muss zwei Karten abwerfen und nur eine Zauberkarte wieder zurück auf die Hand nehmen. Na, schauen wir mal. Ansonsten gibt es hier noch Wiederbelebungsschleim und die Schleim Engine. Dann haben wir hier noch das, ist das? Doppelte Heimzahlung. Mal kurz durchlesen. Wenn du 1000 Schaden oder mehr von meinem Karteneffekt erhältst, also Lava Golem zum Beispiel, Heimzahlungsmarke pro 1000 Schaden. Während der Endphase des Spielzugs deines Gegners zerstört die Karte und verzichtest du für 2000 Schaden für die Zar-Marke zu. Ja, 2 C-Marken, 4000 Schaden. Naja, schauen wir mal. Ist nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch die maskierte Bestie des Gardios. Habe ich auch schon einmal. Gab es beim letzten Event auch schon. Ist gar nicht mal schlecht. Man kann, glaube ich, so ein gutes Deck darum bauen. So. Dann haben wir hier noch den Ex-Kartenhändler. Da kriegt ihr auch Feuchtgebiete und den Drachenknall und die anderen beiden. Ist gar nicht mal so schlecht. So, dann gehen wir jetzt mal zum Yami-Marek. Nämlich zum Charakterprofil, was man da so alles kriegen kann. Ich habe den übrigens noch gar nicht hochgelevelt. Gucken wir uns trotzdem schon mal an. Für diejenigen, die ihn noch nicht haben und die wissen wollen, was er kriegt. Ich bin auf Level 2 mit ihnen. Kriegt dunkle Energie, bekommen wir. So. Lad mal hier, komm. Lad mal hier, komm. Mein Gott, ey. So, jetzt. Dunkle Energie bekommen wir, dann kriegen wir eine Fähigkeit LP Boost R. Mein Gott, ey. Wird schon mal rüber. Dann kriegen wir hier einen Wiser Death.
Der ist auch nicht so schlecht, wird aber eigentlich überhaupt nicht gespielt. Dann haben wir hier noch die. Was ist das? Monster ablösen ist auch nicht so toll. Dann haben wir Maske der Schwäche. Ja, verliert 700 ATK ist auch nicht so toll. Geht so. Dann haben wir noch Kartenzüge Spür Finsternis. Dann haben wir hier noch den. Wie heißt du? Bauganian. Eine ganz, ganz alte Burn-Karte. Nee, bringt's nicht, ganz ehrlich. Haben wir hier noch einen Sargverkäufer, auch Burn-Schaden ist auch nicht so toll. Dann haben wir hier nochmal die Maske. Noch eine Fähigkeit. Direkt zurück, da weiß ich jetzt nicht, was die macht. Dann haben wir hier noch den versteckter Soldat. So, Trelago, der darf direkt angreifen. Dann haben wir hier noch eine Maske des Guardiers. Heißt, wenn ihr beim letzten Event schon mitgemacht habt, habt ihr drei Stück. Mit dem jetzigen Event noch dazu. Wiederbelebungsstern gibt es noch. Dann gibt es noch den legendären Unterweltler, der immer stärker wird, ist aber auch nicht so toll. Den Herrscher haben wir hier noch. Der ist ganz gut. Der schwächelt was anderes aus dem Deck raus. Und dann haben wir als Level 40 Belohnung nämlich noch den Helpo-Mapper. Blöd ist nur, er muss genommelt werden als Tributbeschwörung. Er muss dann durch einen Kampf zerstört werden und auf den Friedhof gelegt werden und dann klaut er Gegner Handkarten. Ist in Duel Links einfacher zu machen als im TCG, aber ob es im PvP was bringt, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Aber es ist einfacher. So viel sei ich schon mal gesagt. So, ich switche jetzt schon mal zurück zu Pegasus. Oder wobei, ich brauche Pegasus oder. Pegasus, Shisu, eine von beiden. Shisu habe ich jetzt auch endlich mal auf Level 40 bekommen. Ich muss mal kurz das Deck ändern. Ich kann euch auch mal kurz das Deck zeigen, mit dem ich jetzt die Standard-Duellanten gerade farme. Wenn ich schon mal hier drauf bin. So. Basecamp stört gerade so ein bisschen. Ja, wir spielen ein Horus, also Horus Engine, zweimal von dem Dings, Vorhuter Drachen. Ein King of Swamp, drei Donnerdrachen, ein Busterblader, Fusionstor, Fusionszeitklinganlage, drei Scherbe, zwei Kontrollen und eine Fusion. Das Wichtige ist halt, wir starten halt meistens mit so einer Hand entweder Donnerdrachen, die wir uns raussuchen können und dann fusionieren, oder eben mit Horus Engine schön mit dem kleinen Rauflatschen Sechser rausholen und dann später mit den Achter rausholen. Und im Laufe des Duells wollen wir halt auch noch entweder den Dark Paladin, den Donnerdrachen oder den Busterblader des Zerstörungswertkämpfers beschwören, der halt für gegnerische Drachen auch nochmal mehr ATK bekommt. Es ist ein schnelles Deck gegen die ganzen Standard-Duellanten auf Level 51 und niedriger sogar auch, damit ihr halt die ganze Zeit immer schön innerhalb von 5 bis 7 Runden gewinnt. Ich glaube, Winrate 8 von 10 Duellen oder so. Ungefähr. Ist ganz gut. Gut, jetzt will ich aber mal kurz zu meinem Busterblader Horus Deck gehen. Mit dem spiele ich nämlich eigentlich schon die ganze Zeit. Das ist mein absolutes Lieblingsdeck. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Infos in der. Infos im Dings. In der Videobeschreibung zu den ganzen Decks. So. Dann. Werden wir uns jetzt mal kurz gegen den Raketenjäger hier duellieren. Mal gucken, was der uns so zu bieten hat. Bin ich mal gespannt. Raketenjäger. Oh, der Bildschirm wird so weiß. Ich bin in weißes Licht gehüllt. Also ich spreche jetzt eh nicht mit. Mal sehen, ob du ihn besiegen kannst. Ja, mal schauen. Ja, Marek, wir wissen, dass du sprichst. Wir wissen das. Mit deinem Lähmungsstab und alles. Auf Level 10. Wow, toll. Okay. Autodeck. Los. Also Autoduell und dann. Da hätte ich das Deck noch nicht mal wechseln müssen, aber egal. So, mal gucken, ob wir danach noch einen besiegen können. Ich glaube nicht. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob ich darüber auch Videos machen soll, wie ich die anderen besiege. Ansonsten bin ich dann nach dem Duell gleich mal raus.
So, ich werde die Cam mal hier hin machen. Das stört ja nicht. Burn-Schaden. Ach du kleiner Wichser, du. Egal. Wobei ich sagen muss, Burner-Decks müssten eigentlich in Yu-Gi-Oh! Duel Links so ein bisschen verboten werden. Vor allem auch, wenn Finstere Kammer der Albträume rauskommt. Oder wenn Tricks da rauskommt. Aber ich hoffe, da bis dahin haben wir noch Zeit. Weil dann wären 4000 Punkte wirklich ein bisschen zu wenig. So. Dann haben wir den gleich mal fertig. Sehr schön. Und wir kriegen nach dem Duell, glaube ich, auch Punkte. Also je nachdem, wie viel Schaden und sowas alles wir gemacht haben, müsste auch wieder sowas sein, glaube ich. Ja, 2-6. Ist gegen Level 10 Gegner ist jetzt. Why not? Warum sich da 20 Züge lang dran aufhalten? Nur wegen mehr Punkte. Ist sinnlos am Anfang. So, haben wir zwei Belohnungen bekommen, okay. So. Naja, du hast noch mehr, ja, wir wissen es ja. Ach, Marik, jetzt langweile mich hier nicht. So. Wenn man das Ganze schon ewig mal gehört hat in die Serie kennt, ist es so ein bisschen langweilig geworden. Ja, kriegt man auch noch Punkte, ja, seht ihr. Und gegen Marek auf Level 40 und 50 kriegst du dann wahrscheinlich mal 18 und mal was anderem. Die gesamten Kartenfragen zeigen, wo die Kartenfragmente sind. Arcana ist ein Duet erschienen. Ja. Also machen wir gleich mit Arcana weiter. Ich habe ja gleich schon ein bisschen gesammelt, also. Dann kriegen wir sogar, glaube ich, noch ein paar mehr unter. Mal schauen. Wir werden auch mal gleich noch platt machen hier. Dann seht ihr mal, wie das Ganze halt so abgeht und. Höchstwahrscheinlich könnte man auch das andere Deck nehmen, weil ich vorhin noch gezeigt habe. Da macht die Gegner auch locker platt, auf jeden Fall. Außer vielleicht Marek, aber ansonsten. Level 20, wow, ja. Deine Belohnung will ich gar nicht erst sehen. Ja, die Hand ist gut, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Sollte man keine Probleme mit haben. Gelöschtes Gedächtnis, okay. Ja, gut. Darf ich neu ziehen? Wow, danke schön. Ich brauche nur noch eine Polymerisation, dann hast du Probleme. Ja, aber die hast du auch so. Okay, die ist auch weg. Ist schade, aber bist nur Level 20, von daher. Wow. Und jetzt Top-Deck-Polymerisation oder Fusionsrecyclungsanlage oder sowas. Auch schade, doch nicht. Okay. Wäre aber gut gewesen. Aber gut, wir haben eh Buster Blade auf dem Feld. Bereit zum Abfangen. Oh, nicht schlecht.
Ah gut, ja, 2-3 Dev, komm erstmal rüber. Ja, siehst du, kommst nicht rüber. King of Swamp! Ja, jetzt hast du Probleme. Jetzt hast du Probleme. Ach, fusionierst du ohne Bastardblade? Ach doch, mit, okay. Also Dark Paladin auf dem Feld, ja. Ja, er hat Probleme, auf jeden Fall. Gut, ich habe jetzt zwar keine Handkarten, aber ich kann später im Laufe des Duells, falls es noch länger geht, ein paar Sachen annullieren. Von daher. So. Ich werde nochmal gucken, ob ich dann euch den Farming-Deck unten in die Videobeschreibung mit reinpacke. Auf Duelings, also auf Duelings DMA müsste der halt stehen. Von daher sollte man sich da mal keine Sorgen drum machen. Nur ob man die Karten hat oder nicht. Aber das muss man dann gucken. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, Marek habe ich damals gar nicht mal so heftig farmen können. Aber da war ich auch noch am Anfang des Spiels, also Level 30, 40 oder so, da habe ich noch gar nicht angefangen zu aufnehmen. So. Dann zeig mal her, was du uns gibst. Ja, 3, 2. Ne, 4000 sogar. Was haben wir hier? Hexendoktor? Ah, okay. Durch Flip-Effekt aus dem Spiel entfernen. Zu langsam. Seelenerlöser ist besser. So, dann machen wir hin hier, komm. Fünf Belohnungen haben wir schon. Die sammle ich dann alle erst am Ende ein. Jetzt haben wir auch schon Marek auf dem Feld, okay. Oder hier gerade sehen. Weil erst müsste eigentlich Strings kommen nach dem Anime. Eigentlich. Aber egal. So, dann haben wir die auch platt gemacht. Naja, auf ein Spiel der Schatten. Ja. So. Mal 3, okay. So, ich glaube, bei Marek können wir uns jetzt mal die Belohnung so ein bisschen mal angucken. Das müsste jetzt der Level 30er sein, soweit ich weiß, oder? Ja, laber erstmal hier. Hat ja lang genug gedauert, ja. Hättest du auch sofort kommen können. Aber egal. So. Ach, der ist auch noch Level 20. Ja, ja. Ey, gut, hier sieht ihr die Belohnungen, also von daher ist nicht wirklich. Die oberen 10 ja nur für Level 40, das kennt man ja. Aber machen wir ihn auch noch kurz platt. Wird halt eine etwas längere Folge, Yu-Gi-Oh! Duel Links. So, und dann auf gegen Yami Marek. Dann schauen wir mal, was er so schön spielt. Auf Level 20 glaube ich auch noch nicht so viel. Schattenspiel. Ach, das war die, die immer Damage macht, ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob er die Fähigkeit auch selber bekommen kann. Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Aber unsere Hand ist scheiße. So ein bisschen. Aber gut. Eine Poli und dann ist alles gut.
Ranking of Swamp. Oder sowas. Ja gut. Horus. Horus Level 8 gleich draußen. Keine Zauberkarten für dich. Ja, leck mich am Arsch, Marek. Du kannst mir nix. Polymerization, sehr schön. Ja, Marek, du steckst in der Klemme. Du verlierst gleich. Tja, das war's. So, ich hoffe, wir kriegen langsam auch Level 30 und Level 40 als Gegner. Also man sieht, die ersten Duelle sind ziemlich einfach, auch für Anfänger. So, Comeback-Sieg. Ja, warum nicht? Da. Kriegen wir jetzt schönes. So, wir haben eine Mission abgeschlossen, okay. Können wir auch später mal reingucken. Machen wir dann gegen Ende des Videos, würde ich sagen. So. Yami Marek erscheint nun am Tor. Sehr schön. Beim nächsten Mal macht mich diese Karten an. Fertig, okay. Der ägyptische Gott, der geflügelte Drache von Ra. Du bist nicht der Einzige, der einen Gott hat. Ich habe die Götter auch, also von daher. Animationsvideo ist cool. Da freut mich, dass ich aufgenommen habe. Und es werden noch nicht mal alle Sterne gezeigt, okay. Aber gut, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell weggeklickt, aber okay. Ja, keine Karte kann was gegen deinen Gott ausrichten. Ja, ist klar. Warte es nur ab, ich vernichte den Gott schon noch. So schwer ist es nicht. Und aufs Feld rufen muss er ihn auch erstmal. So. Dann, welches Level bist du jetzt? Das muss Level 30 sein, oder? Ja, labere schon. Level 30 bist du. Schrei aus der Unterwelt. Okay, kann ich hier schon ein Dings auswählen? Am Tor eigentlich? Muss man auch mal gleich mal reingucken. Das ist spannender dann. Ist auch wichtiger. Damit ich euch mal das Ganze mal gezeigt habe. So. Ach, hier haben wir erst Level 10er und dann haben wir später den Dings. Ah, okay, gut. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein, zwei Duelle. Ich glaube, Level 30 und Level 40 dürften wir noch kriegen. Und dann ist das Video auch vorbei. Dann habe ich genug vom Event gezeigt. So. Erstmal musst du den beschwören, Marek. Und dann kann er versuchen, dir den Sieg zu bringen.
Ach, die Hand ist schön. Marek, du sitzt der Klemme, würde ich mal sagen. Und zwar ziemlich. Okay. Dann such dir mal was. Ist mir scheißegal, ob du was suchst oder nicht. So dürfte es jetzt auch schon gewesen sein. Ratsschüler. Ja, bye bye, Ratsschüler. Und tschüss zu deinen Lebenspunkten. Also er hätte jetzt Ratsschüler da bis sammeln, also Doppelbeschwörung und den Gott auf der Hand gebraucht, damit er jetzt was hätte ausrichten können. Aber tja, erstmal hinkriegen. So. Ach, wir haben ein UR-Päckchen. Das ist schön. Ratsschüler, wunderschön. Freue ich mich. Das ist gut. Ja, Marek, wir haben dich besiegt. Ja. Noch nicht die wahre Macht. Naja, okay. Solange du nicht den Phönix-Modus und die Psyre hast, die im TTG schon draußen sind, aber die hat er wahrscheinlich nicht. Das wäre sonst ein bisschen unfair. Okay. Ja, das war's jetzt auch. Ich guck mal kurz. Wir haben hier, glaube ich, nur Level 10. Ja, nur Level 10, ja, erstmal. Gut, dann gucken wir mal kurz in die Mission rein, was ich da abgeschlossen habe. Ach so, ja. Wir kriegen die Ex-Medaillen, okay. Oder die Ex-irgendwas-Dinger hier. Ex-Juwelen, genau. So. Dann sammle ich schon mal die Belohnung ein und sag auch schon mal Tschüss. Weil wir sind nämlich fertig. Die nächsten Tage kommt noch ein Video, wie man den farmt dann auf Level 40, 50. Je nachdem, wie schnell ich das hinkriege. Haut da rein, bis dann. Mein Gott, haut da rein, bis dann. Euer Luffy. Gerne ein Abo da lassen. Ciao.